Moin Leute, das PV-Paket 1 ist gerade durchs Kabinett gegangen und da drin stehen natürlich auch wahnsinnig viele Sachen, die unsere Petition, die wir damals gestartet haben, um Balkonkraftwerke zu vereinfachen, betreffen. Also, und jetzt gab es bei uns im Forum genau aus diesem Grunde so eine ganz krasse Diskussion. Da stand nämlich das Folgende. Okay, warum Verschlimmerung? Klang doch bisher eigentlich alles super, was die machen. Ja? Und genau darum wird es heute gehen und auch darum, was im Gesetzesentwurf jetzt eigentlich drin steht. Wie weit ist der wirklich? Denn nein, das ist immer noch nicht lange durch, auch wenn viele das schreiben, das ist einfach nicht richtig. Was ist mit den Wohneigentümern? Davon steht nämlich momentan gar nichts drin. Warum nicht? Wann kommt das Ganze? Ja? Was ist danach noch los? Was fehlt noch? Und was halten wir als Petitionsgruppe jetzt eigentlich alles davon? Also, darum soll es heute gehen. Los geht's. Ja, fangen wir jetzt erstmal an mit der Kritik, denn das ist, glaube ich, echt so der spannendste Punkt. Da haben wir super lange diskutiert, und zwar in meinem Forum. Da seht ihr, da wurde echt heiß diskutiert. Und jetzt die Frage, warum und worum geht es überhaupt? Ja? Es geht ja um Balkonkraftwerke. Und bisher war es so, dass Balkonkraftwerke definiert waren als 600 Watt, was den Wechselrichter angeht. Also quasi 600 Watt Wechselrichter, damit war es dann praktisch gegessen. So, jetzt steht da drin im EEG allerdings 800 Watt Wechselrichterleistung und 2000 Watt an maximaler Modulleistung. Und die große Frage ist jetzt, woher kommen plötzlich diese 2000 Watt? Vorher gab es diese Grenze ja auch nicht. Zumal es ja auch technische Grenzen gibt, also zum Beispiel die Wechselrichter schreiben meistens eine maximal mögliche Modulleistung vor. Also warum das Ganze? Weil viele fänden es eigentlich ganz cool, da ruhig ein bisschen mehr zu nehmen, dann hat man im Winter halt einfach Ruhe und kann mit einer relativ kleinen, günstigen Anlage viel erreichen. Okay, deswegen gab es bei uns im Forum halt mega Diskussionen darüber und auch sehr, sehr viel Frust tatsächlich. Und um das Ganze zu verstehen, habe ich dann beim BMWK nachgefragt und dann etwas länger mit denen telefoniert. Und ich habe es jetzt tatsächlich auch verstanden, wie das zustande gekommen ist. Und das ist echt interessant. Also daraus kann man auch viel lernen, wie sowas funktioniert. Also fangen wir mal an. Fangen wir mit der ersten Frage an. Warum brauchen wir überhaupt eine Grenze für Module? Also warum lässt man das nicht einfach offen? So, und jetzt wird es interessant. Und zwar im EEG, also dem Erneuerbaren Energiengesetz, gab es bisher gar nichts über Balkonkraftwerke. Das stand da einfach gar nicht drin. Also krass, oder? Und bisher war das eigentlich nur in irgendwelchen Normen, zum Beispiel in der VDE ARN 4105 geregelt und wurde quasi von den Netzbetreibern dann dadurch erlaubt und dadurch irgendwie anders abgerechnet. Aber das war es eigentlich, ja? Ansonsten waren Balkonkraftwerke rechtlich gesehen, also im EEG zum Beispiel, wie große Kraftwerke. Da gab es keine Unterscheidung bisher. Jetzt natürlich die nächste Frage. Warum sollte man das überhaupt im EEG definieren? Also warum muss man das? Wo ist der Vorteil? Ganz einfach. Stellt euch mal ein Mehrfamilienhaus vor, also wirklich ein großes Haus, und dieses Mehrfamilienhaus hat eine große Solaranlage, die dann der Hausbesitzer oder der Vermieter dann installiert hat. Sagen wir mal 30 Kilowatt Peak oder sowas. Das ist wirklich eine große Anlage. So, und jetzt kommen ganz viele kleine Balkonkraftwerke dazu, die sich die Mieter dann irgendwie dranhängen. Und da es im EEG bisher keine Unterscheidung gab, zählen diese Balkonkraftwerke wirklich zu der großen Anlage dazu. Und das könnte für den Vermieter dann am Ende bedeuten, er fällt möglicherweise aus irgendwelchen Förderungen raus oder muss mit viel Pech in die Direktvermarktung und so weiter. Das ist natürlich auch irgendwas, was den Vermieter dann vielleicht davon abhält, irgendwie sowas zuzulassen. Jetzt ist das nicht mehr so, da es diese Unterscheidung im EEG gibt. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt. Jetzt die nächste Frage, die sich dann stellt, warum die Modulleistung ist immer noch nicht beantwortet. Okay, im EEG muss jetzt eine Unterscheidung gemacht werden, um das Ganze so zu realisieren, wie ich es gerade gesagt habe. Also da muss man jetzt irgendwas reinkritzeln, wie Balkonkraftwerk ist definiert als XYZ und das hat irgendwie einen Sonderstatus und zählt zum Beispiel nicht zu den großen Anlagen dazu und so weiter. Jetzt ist die fette Frage, warum macht man das nicht einfach über die Wechselrichterleistung, also über die 800 Watt? Das wäre viel sinnvoller, dann hätte ich diese Grenze gar nicht definiert. Also ich könnte da ja auch quasi reinschreiben, wenn die Wechselrichterleistung kleiner als 800 Watt ist, dann ist das ein Balkonkraftwerk. Ja, hier wird es jetzt echt interessant, und zwar ist es so, das EEG ist ja ursprünglich eigentlich ein Gesetz, um Förderung für erneuerbare Energien zu regeln. Und dort war es historisch einfach so gemacht, dass jegliche Unterscheidung von solchen Dingen, also von irgendwelchen verschiedenen Sachen, ne, also die Größe der Anlage quasi, zum Beispiel die Regelung bei 10, bei 30 Kilowatt und so weiter, das wurde immer über die Modulleistung gemacht. Also wirklich überall steht das so drin. Und das ist jetzt quasi die sogenannte Rechtslogik des EEG. Und die führt dazu, dass die installierte
konkrete Leistung für diese Abgrenzung zuständig ist und man kann wirklich nichts anderes nehmen da. Da kommt direkt die nächste Frage und die habe ich auch am Telefon gestellt. Warum ändern die das denn nicht einfach? Ja, und hier ist es wohl tatsächlich so, dass man dann fast das ganze EEG umschreiben müsste. Die haben am Telefon dann gesagt, ja, wir haben sogar daran überlegt, also ernsthaft, aber dann hätte alles noch viel länger gedauert und es wäre halt noch viel komplizierter geworden, sodass die jetzt einfach dann gesagt haben, so kriegen wir es ja auch hin. Manche Dinge sind als Naturwissenschaftler natürlich schwer nachzuvollziehen, aber ich glaube, dass man das an der Stelle einfach akzeptieren muss, dass es halt so ein rechtliches Ding ist und auch das hat ja natürlich irgendwie seine Berechtigung, das macht ja Sinn. So, jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Also ihr seht schon, das ganze Thema ist echt nicht so ganz einfach, aber ich fand es interessant. Wie kommen die jetzt auf diesen Wert, also auf 2000 Watt, wo kommt der her? Und jetzt muss man mal checken, dass das BMWK muss im EEG also irgendwie eine Grenze für die Modulleistung angeben. Also es muss irgendeine Grenze definiert sein, damit es klar ist, das ist jetzt hier irgendwie noch ein Balkonkraftwerk. Aber die hat technisch nicht unbedingt was zu bedeuten. Also die technischen Regeln, ja, was weiß ich, zum Beispiel auch das mit den Schuko-Steckern und so weiter, das wird in den Normen festgelegt. Das hat nichts im EEG verloren. Das muss man ganz klar trennen. Ja? Das eine ist sowas Rechtliches, das andere ist halt wirklich so eine technische Norm, wo festgelegt ist, das und das und das, so ist das technisch sicher zum Beispiel. Wie der Stand bei den technischen Normen ist oder was es da auch noch so zu beachten gibt oder welche Sachen da eigentlich noch offen sind, dann das ist echt krass eigentlich auch. Das wissen auch wieder ganz viele Leute nicht. Dazu erzähle ich euch nächste Woche das. Also wenn ihr das hören wollt, dann abonniert den Kanal, um es nicht zu verpassen. Trotz der ganzen Diskussion wollte ich von denen immer noch wissen, ja, wie habt ihr denn die 2 kWp, also die 2 Kilowatt jetzt eigentlich festgelegt? Wo kommen die her? Also die Zahl einfach, ne? Die muss da irgendein Grund sein. Und die ist halt so entstanden, dass sie gesagt haben, für normale Balkonkraftwerke wären ja so 1 Kilowatt an Modulleistung relativ sinnvoll, da man typischerweise bei den PV-Anlagen immer so 20% bis 25% mehr Modulleistung nimmt, als der Wechselrichter offiziell kann. Das nennt sich dann Overpaneling und dadurch habe ich dann im Winter zum Beispiel ein bisschen mehr und im Sommer manchmal auch ein bisschen zu viel, aber das kann der Wechselrichter in der Regel noch abregeln und das ist jetzt nicht so ein Drama. Also das kommt nicht so oft vor, dass man dann drüber ist und dann Energie wirklich verplempert. Also hier eigentlich ein ganz guter Kompromiss mit den 20%. Ja, jetzt haben die Leute vom BMWK sich halt überlegt, naja, 1 Kilowatt ist jetzt auch wieder ein bisschen wenig, ne? Also vielleicht, wenn man dann noch einen Akku oder so dazu hat, dann kann es ja wieder anders aussehen. Deswegen haben die sich gedacht, wir wollen es unbürokratisch haben. Und da es ja jetzt hierbei nicht irgendwie um die Sicherheit oder so geht, sondern nur um so einen Rahmen, den wir hier festsetzen, dann machen wir einfach das Ganze mal doppelt, damit wir da einen Puffer haben. Und die haben es dann wirklich einfach verdoppelt und so sind die auf die 2 Kilowatt Peak gekommen. Also wie gesagt, hier geht es nicht um die technische Seite, sondern um die rechtliche. Das muss man wirklich ganz, ganz klar trennen. Ja? Dann noch die letzte Frage, warum eigentlich nicht ganz, also nicht viel, viel mehr? Also warum hat man nicht einen viel größeren Wert genommen? Ja? Und darauf gehe ich dann nächste Woche nochmal genauer ein, denn dann wird es wirklich wieder erheblich technischer und wie ich finde, natürlich viel geiler, denn da kann man wieder ein bisschen was rechnen und so. Das macht dann auch Spaß. Also unbedingt einschalten, wird sehr spannend. Okay, jetzt noch die mega wichtige Frage, wo stehen wir jetzt eigentlich? Also ist es jetzt durch oder nicht? In vielen Medienberichten habe ich jetzt gelesen, jetzt ist es endlich durch. Das haben die aber in der letzten Zeit schon ziemlich oft geschrieben. Und ist es immer noch nicht durch, die ganz kurze Antwort. Aber wo stehen wir genau? Der Gesetzesentwurf ist jetzt durchs Kabinett gegangen. Ja? Also wir reden hier einfach von einem ganz normalen Gesetzesprozess. So wird ein Gesetz halt gemacht oder geändert. So, und das war jetzt halt quasi der Schritt durchs Kabinett und der war sehr, sehr wichtig. Und jetzt fehlen halt abschließend noch 3 Lesung im Parlament und da wird das halt auch nochmal diskutiert und erst dann ist es geschafft, ja, und selbst dann eigentlich noch nicht ganz, weil es fehlen immer noch die Normen, die angepasst werden muss und das ist natürlich nicht Aufgabe des BMWK oder des Bundesjustizministeriums, sondern das ist dann natürlich Aufgabe von Normungsgremien und das ist immer noch auch noch nicht geschafft, also auch hier passiert noch viel. Die vom BMWK haben mir aber gesagt, dass sie da in Kontakt stehen, auch zu den Normungsgremien und dass da wirklich versucht wird, das Ganze möglichst schnell jetzt durchzubringen. Wann sind die Gesetze Änderungen jetzt eigentlich durch? Die werden Anfang 2024 voraussichtlich fertig sein. Also dann sind wirklich diese ganzen Schritte abgeschlossen und dann haben wir es auch wirklich geschafft, zumindest mit den Gesetzesänderungen. Wann die Normen geändert werden, das ist noch nicht klar. Aber wie gesagt, das BMWK und die Normungsgremien stehen hier aber in Kontakt und hoffen, dass es halt möglichst schnell geht. Jetzt noch die Frage, was steht denn noch drin? Ja, im Wesentlichen sind eigentlich alle Punkte unserer Petition enthalten, also zumindest die, die jetzt auch das BMWK betreffen. Also auch hier muss man unterscheiden, das sage ich euch gleich noch.
Aber mal ganz grob zusammengefasst stehen eigentlich diese Dinge drin. Also erstens mal hatte ich eben schon erwähnt, die Aufnahme von Steckersolargeräten in das EEG, also was sehr wichtig ist. Zweitens, der Wegfall der Netzbetreiberanmeldung. Also ihr müsst die Anlage jetzt nicht mehr beim Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber anmelden, also bei beiden, sondern nur noch beim Marktstammdatenregister, und auch das wurde deutlich vereinfacht, womit wir dann auch schon zu Punkt 3 kommen. Drittens, die erhebliche Vereinfachung der Meldung im Marktstammdatenregister. Den Punkt halten wir auch für super wichtig, weil wir hoffen, dass so die Anzahl an nicht registrierten Anlagen mal runtergeht. Momentan liegt diese halt bei ungefähr 80%, also 80% der Anlagen sind nicht angemeldet. Und das ist natürlich für die Planung der Netze und die Netzsicherheit eine Katastrophe, weil die Netzbetreiber dann einfach nicht wissen, was da gerade eigentlich so abgeht. Viertens, die Sonderregelung für Stecker-Solargeräte bei der Anlagenzusammenfassung. Das ist auch das, was ich eben so ein bisschen versucht habe zu erklären. Also das verhindert quasi unerwünschte bürokratische Wechselwirkungen mit anderen Stecker-Solargeräten oder größeren Anlagen. Also dass man da irgendwie so eine Verbindung hat, die man gar nicht will oder die auch eigentlich nicht wirklich existiert. Habe ich euch ja eben schon erklärt. Fünftens, das rückwirkende Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen, und zwar zum 01.01.2023. Das gibt den Marktakteuren natürlich Investitionssicherheit und den Verbrauchern die Möglichkeit, halt schnellstmöglich von den neuen Regelungen zu profitieren. Also eigentlich eine feine Sache. Was den Schuko-Stecker und so weiter angeht, das muss in den Normen geändert werden. Ja, dafür ist das BMWK und auch nicht das BMJ verantwortlich. Also da muss man wieder trennen. Ne? Das sind jetzt wirklich viele Stellen, die wir hier angreifen müssen. Zum Thema Wohneigentümergemeinschaften komme ich aber gleich noch. Ja, was sagen wir jetzt eigentlich dazu? Also wir als Petitionsteam, wir haben ja jetzt wirklich wahnsinnig viel Power da reingesteckt. Wir hatten ja eine unglaublich große Petition erreicht. Also ich glaube, die 8. oder 9. stärkste Petition in Deutschland war das tatsächlich, also beim Bundestag, und da wirklich viel erreicht. Und jetzt die Frage, was haben wir denn dazu gemacht? Und wir wollen alles maximal transparent machen. Deswegen haben wir einen Brief ans BMWK geschrieben mit unseren Anmerkungen dazu. Und den könnt ihr einfach hier downloaden und einsehen. Also schaut rein und guckt, was ihr da, wie ihr das findet. Wir haben da auch ein paar kleinere Kritikpunkte und Vorschläge eingearbeitet. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, sind wir eigentlich happy mit den Punkten und finden es schon mal sehr, sehr gut. Das ist ein dicker, fetter Schritt nach vorne. So, jetzt steht am Ende noch die Frage mit den Wohneigentümergemeinschaften aus. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, wir haben in unserer Petition ja auch gefordert, dass es wohnrechtliche Vereinfachungen gibt. Also es gibt Fälle, wo Balkonsolaranlagen mit Begründungen wie ist nicht schön oder stört das Feng Shui oder sowas von Vermietern oder Wohneigentümergemeinschaften einfach abgelehnt wurden. Also wie gesagt, ich habe das selber schon so oft jetzt erlebt und das ist einfach düster. Ne? Das ist ja wirklich, teilweise sind die Gründe einfach nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich müssen Mieter und Mieterinnen aber hier nervig nachfragen, was für Mieter, Vermieter und auch Eigentümer eigentlich eine totale Qual darstellt. Denn es finden eigentlich alle scheiße. Also eigentlich hat da keiner Bock drauf auf das ganze Theater. Deswegen haben wir in der Petition halt auch ein Recht auf Balkonsolar gefordert, so zum Beispiel, wie es jetzt bei Wallboxen gilt. Also dass es eine privilegierte Maßnahme wird. Warum steht davon jetzt noch nichts drin? Das ist relativ schnell beantwortet, denn worüber wir momentan reden oder worüber ich jetzt geredet habe, das sind die Änderungsvorschläge für das EEG, also das Erneuerbare Energiegesetz vom BMWK. Also das ist dafür zuständig, diese ganzen Wohneigentümergeschichten. Dafür ist das Justizministerium zuständig und die sind einfach noch nicht so weit. Aber auch da gab es schon einen Entwurf, also einen Gesetzesentwurf, der vermutlich bald auch dem Kabinett vorgelegt wird. Und wir konnten hier auch schon Einblicke bekommen und waren eigentlich insgesamt positiv überrascht. Also da sind wir eigentlich auch sehr zufrieden, was halt eigentlich ganz gut aussieht. Also bisher sieht es insgesamt alles super aus, ne? Und die scheinen echt gut zusammenzuarbeiten. Also auch das BMJ und das BMWK. Das eine ist ja FDP, das andere irgendwie Grünen geführt. Deswegen ist es echt schön zu sehen, dass es da auch mal irgendwie wie vorwärts geht und dann nicht gestritten wird. Schön, wirklich. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder ich konnte noch mal ein bisschen Einblicke bringen, wie es da eigentlich gerade steht. Denn es wird auch leider echt viel Mist erzählt im Moment. Gerade durch die Petition, weil wir da halt so tief involviert waren, war das jetzt einfach auch wichtig. Ich wollte euch da noch mal aufklären. Nächste Woche geht es dann echt noch mal ein bisschen technischer darum, warum die 800 Watt, sind die überhaupt schon durch und wie ist das mit der Norm? Ist es sicher und alles? Also da wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Ist wirklich interessant. Also wenn ihr da Bock drauf habt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr da am Ball bleibt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.